Was geht ab, Leute? Ich mache jetzt wieder ein Video. Ich habe jetzt lange kein Video mehr gemacht. So, folgendes Problem habe ich. Habe ich auch nicht seit Monaten. Und zwar habe ich das Problem. Moment, ich drehe mal die Kamera. So. Ich denke, der nennt sich am V. Moment. So. Am V. Also das heißt, den hier muss ich auf jeden Fall ausbauen. Das will ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen, will ich das wechseln. Ich mache jetzt nur ein kurzes Intro. Nennt man das Intro? Wie auch immer. So. Ich habe Kühlwasserverlust. Ich denke mal, jeder Audi-Fahrer, der ein A6 fährt, hat das Problem. Fast jeder, ne? Sagen wir jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht alle da reinschmeißen. Und zwar, Moment, kann man jetzt die Kamera nicht einschalten? Moment. Jetzt kann ich nicht das Licht einschalten, oder wie? Ah, doch, jetzt. Alles klar, Moment. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Die Stelle, das sieht man ganz schwierig. Moment. Ja, das ist echt eine blöde Stelle, aber die ist auf jeden Fall leicht feucht. Es ist jetzt gerade echt heiß da drin, ne? Deswegen will ich jetzt nicht weiter, egal, wie auch immer. So, wenn man einen Zollstock hat und das so in diesen Bereich reinführt, entweder hier oder hier vorne. Und wenn die Spitze nass ist, bedeutet das, dass er so in diesem Bereich gerade zu viel Wasser hat. Und das natürlich auf viele verschiedene Stellen runterlaufen wird. Also bis jetzt bei mir ist das ungefähr in diesem Bereich. Dann tröpfelt er hier runter. Also irgendwie fällt da irgendwie Wasser durch. Jedes Mal muss ich immer Kühlwasser nachkippen. Jetzt ist das irgendwie ein bisschen zu viel geworden, aber naja, egal. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich das auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Nächsten Wochen, Tagen, wie auch immer, wie zeitlich jetzt ist. Ich hatte jetzt gerade wenig Zeit gehabt. So, der ganze Kram kommt auf jeden Fall alles runter. Das wird sehr, sehr viel Arbeit. So, und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da so wirklich rantraue. Ich versuche es einfach. Haben mir viele Informationen auch geholt. Bis jetzt, wie ich jetzt mitgekriegt habe, alles, was man abbaut an Dichtung, muss ich auf jeden Fall neu austauschen. Also das heißt, die alten Dichtungen dürfen definitiv nicht mehr angewendet werden. Ja, auf jeden Fall muss das definitiv auf jeden Fall gemacht werden, weil es ist echt nervig, jedes Mal immer Wasser nachzukippen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das sollte jetzt nur ein kurzes Video sein, weil mich das irgendwie ankotzt, diese ganze Scheiße. Und diese Leute, die diese Probleme auch haben, die verstehen mich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.